Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 27. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Ausbeutung von Saisonbeschäftigten verhindern. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Jan Dieren für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete in den demokratischen Fraktionen, als wir vor einigen Wochen das letzte Mal hier im Bundestag über die Situation von Saisonbeschäftigten gesprochen haben, habe ich am Beispiel eines Spargelbauers aus dem Rheinland beschrieben, wie katastrophal die Arbeitsbedingungen von Saisonbeschäftigten in der Landwirtschaft aussehen können. Jetzt lässt sich dieses Beispiel natürlich nicht verallgemeinern. Nur weil ein Spargelbauer aus dem Rheinland seine Beschäftigten mies behandelt, heißt das nicht, dass alle Landwirtinnen sich so verhalten. Trotzdem handelt es sich dabei nicht bloß um einen Einzelfall, sondern unser Spargelbauer steht beispielhaft für andere. Jetzt könnte man es sich leicht machen und die Landwirtinnen in diesem Land unterteilen in die einen, die für gute Arbeitsbedingungen sorgen, und die anderen, die das nicht tun, um denen daraus dann einen Vorwurf zu machen und sie aufzufordern, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern. So richtig das ist, so einfach ist es doch leider nicht. Denn die Landwirtinnen behandeln ihre Beschäftigten ja nicht aus purer Bösartigkeit so. Und ja, die Landwirtinnen sind verantwortlich für die Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten, aber sie sind es nicht allein. Die großen Supermarktketten Rewe, Aldi, Edeka, Lidl, Kaufland teilen sich in Deutschland mehr als 85% des deutschen Lebensmitteleinzelhandels auf. Und wer jetzt also Lebensmittel in Deutschland produziert, kommt an diesen großen kaum vorbei. Die großen Supermarktketten drücken dann die Preise bei den Landwirten so weit sie können. Vor allem viele kleinere landwirtschaftliche Betriebe können mit diesem ruinösen Wettbewerb kaum noch mithalten. 1990 gab es in Deutschland noch rund 650.000 landwirtschaftliche Betriebe. Mittlerweile sind es gerade noch 267.000. Und auch innerhalb dieser Betriebe wird jetzt noch rationalisiert und gespart, was nicht immer, aber am Ende doch häufig zulasten der Beschäftigten geht. Und jetzt könnte man es sich wieder einfach machen, mit dem Finger auf die Supermarktketten zeigen und sie zur Verantwortung rufen. Aber auch da ist es wieder nicht so einfach. Denn auch die Supermarktketten drücken die Preise der Landwirtin ja nicht aus Jux und Dollerei. Die Ketten selbst stehen unter einem enormen Konkurrenzdruck untereinander. Und nicht zuletzt haben deren Shareholder und Eigentümer gehörige Gewinnerwartungen an die Unternehmensleitung. Und diese Gewinnerwartungen setzen sie durch. Ein paar Zahlen. Rewe hat im letzten Jahr seinen Gewinn, einen Gewinn von 1,45 Milliarden Euro gemacht. Edeka veröffentlicht seine Gewinnzahlen nicht, hat aber allein in der Konzernzentrale seine Gewinne um 10% auf knapp 400 Millionen Euro gesteigert. Die Familien der Aldi-Erben können auf stolze Vermögen von 17 Milliarden Euro bzw. 34 Milliarden Euro blicken. Und Dieter Schwarz, dem Lidl und Kaufland gehören, hat ein Vermögen von schätzungsweise 36 bis 47 Milliarden Euro angehäuft. Um zu diesem Vermögen zu kommen, müsste genau beides, Herr Kollege. Um zu diesem Vermögen zu kommen, müsste eine Verkäuferin bei Lidl über 1 Million Jahre arbeiten. Der Preis- und Profitdruck, da kommt zusammen, Herr Kollege, der Preis- und Profitdruck an der Spitze dieser Pyramide wird von ganz oben nach ganz unten weitergereicht. Und ganz unten in dieser Machtpyramide der Lebensmittelproduktion stehen die Saisonbeschäftigten. Saisonbeschäftigte, die häufig aus dem Ausland kommen und ihre Rechte hier in Deutschland kaum kennen. Deshalb ist es völlig richtig, diese Saisonbeschäftigten zu unterstützen, ihren Gesundheitsschutz und ihre Rechte, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit sie diesem ganzen Druck, der auf ihnen lastet, etwas entgegensetzen können. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht, diesem Druck etwas entgegenzusetzen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sich dieser Druck gar nicht erst auf ihn auftürmt. Und deshalb, wenn auch Sie, dazu lade ich Sie ein, wenn auch Sie die Situation der Saisonbeschäftigten wirklich verbessern wollen, dann lade ich Sie ein, auch daran mitzuarbeiten. Vielen Dank.
Das Wort hat Max Straubinger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, also ich habe gedacht, es solle über einen Antrag geredet werden, aber es ist mehr offensichtlich die Kapitalismuskritik im Vordergrund gestanden meines Vorredners. Dann möchte ich mich auf den Antrag auch konzentrieren. Die Linke fordert ja mit der Überschrift Ausbeutung von Sozialbeschäftigten verhindern. Einmal möchte ich feststellen, dass unsere Betriebe hier nicht ausbeuterisch handeln, sondern Saisonarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, dass sie die Arbeitszeitgesetze der Bundesrepublik und Deutschlands mit einzuhalten haben und vor allen Dingen auch der sozialrechtlichen Vorschriften mit einzuhalten. Und wir haben es ja jetzt die ganze Zeit auch mitdiskutiert und es wird ja ständig unterstellt, dass wir hier Gesetzeslücken hätten. Dass es Verfehlungen einzelner geben mag, ist überhaupt gar keine Frage. Die werden verfolgt, die werden vom Zoll festgestellt, werden von der Rentenversicherung festgestellt, werden von Berufsgenossenschaften festgestellt, die Arbeitsbedingungen werden überprüft. Also hier haben wir ein reiches Instrumentarium letztendlich auf der gesetzlichen Ebene, dem die Bundesländer mit nachzukommen haben. Ich möchte mich auf die sozialversicherungsrechtlichen Dinge konzentrieren, denn ich habe den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen der Linken das einfach nicht wahrhaben wollen, aus ideologischer Brille heraus gesehen natürlich. Es wird beklagt, dass ein unzureichender Versicherungsschutz bei Drittstaatlern hier vonstatten oder hier zu verzeichnen sei. Das ist einfach nicht richtig. Hier wird in der Regel natürlich dann angeprangert der Krankenversicherungsschutz über die Gruppenversicherung. Das ist eine vollwertige Absicherung, doch, das ist eine vollwertige Absicherung im Krankheitsfall. Und in einer, Sie mögen ja ideologisch gesehen die private Krankenversicherung nicht wollen. Aber hier ist es einfach so, dass ich mir Bausteine versichern kann. Und ich muss nicht unbedingt für einen Saisonarbeitnehmer den Zahnersatz versichern. Denn das ist, der Saisonarbeitnehmer reist ein, nicht um sich den Zahnersatz hier neu zu definieren, sondern der reist ein, um dementsprechend arbeiten zu können. Der reist auch nicht ein, um sich einer Reha-Maßnahme zu unterziehen, sondern der reist ein, um auf dem Feld zu arbeiten. Der reist ein, der braucht auch nicht die Vorsorgemaßnahmen, die versichert sind im gesetzlichen Krankenversicherungsschutz, weil das nicht notwendig ist, sondern weil in dieser kurzen Zeit, wo er hier mit beschäftigt ist, will er arbeiten und will Geld verdienen. Das ist letztendlich die Motivation, die hiermit ist. Und hier haben wir ein ausreichendes gesetzliches Instrumentarium zu verzeichnen. Das Zweite, was Sie fordern, das stellt unsere eigenen Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitgesetze mit in Frage. Sie wollen die Geringfügigkeit mit Ihrem Antrag, die geringfügige Beschäftigungsverhältnisse abschaffen mit Ihrem Antrag. Sie wollen die Kurzfristigkeitsbeschäftigungsverhältnisse abschaffen. Nur, werte Kolleginnen und Kollegen der Linken, wir machen in Gesetzgebung und in der Gesetzesvollzug keinen Unterschied zwischen Deutschen oder ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da lege ich ausdrücklich Wert darauf. Und das tun Sie nicht jetzt einmal. Die Geschädigten wären bei uns die Studenten, die Schüler oder manch andere, die kurzfristig sich auch beschäftigen lassen wollen oder einen Hinzuverdienst haben wollen. Und deshalb, werte Kolleginnen und Kollegen der Linken, deshalb werden wir aus guten Gründen Ihren Antrag ablehnen. Herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Beate Müller-Gemmicke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Erntezeit ist in vollem Gange. Discounter bieten jetzt in Deutschland geerntete Salate teilweise für 69 Cent an.
500 Gramm Erdbeeren gibt es zu 2,22 Euro. Ein Kilo Tomaten, habe ich gesehen, gibt es teilweise sogar für weniger als 1 Euro. Es tobt ein Preiskampf, der an die Schwächsten in der Kette weitergegeben wird. Und das sind eben die Landwirte, aber das sind vor allem die Saisonarbeitskräfte, die zu niedrigen Löhnen arbeiten, oft unter prekären Bedingungen. Da kommen wir allein mit dem Arbeitsrecht nicht. Da kommen wir allein mit dem Arbeitsrecht nicht weiter. Ich weiß gar nicht, warum es hier so leidenschaftlich gerade wird. Da kommen wir, Herr Kollege, mit dem Arbeitsrecht nicht alleine weiter. Da braucht es auch grundsätzliche Lösungen, von denen die Landwirte, aber vor allem auch die Saisonbeschäftigten profitieren. Heute aber geht es um die arbeitsrechtlichen Aspekte, und hier ist einiges in Bewegung. Die Erhöhung des Mindestlohns und das neue Nachweisgesetz, davon profitieren ja vor allem die Saisonarbeitskräfte. Diese Punkte habe ich bereits in der ersten Lesung angesprochen. Weitere Verbesserungen werden gerade diskutiert. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll auch das Thema Reisekosten diskutiert werden. Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass Reisekosten natürlich vom Arbeitgeber übernommen werden. Das wäre für die Saisonarbeitskräfte eine echte Verbesserung. Ein anderes Thema ist die Arbeitszeit, die zukünftig ja dokumentiert werden muss. Auch dieses Gesetz wird kommen. Und gerade für den Bereich der Saisonarbeit muss die Dokumentationspflicht konsequent umgesetzt werden. Und konsequent meint hier elektronisch, manipulationssicher, und zwar am Tag der Arbeitsleistung. Das ist für die Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zentral wichtig. Und deshalb ist das für uns nicht verhandelbar. Kritik haben wir ganz grundsätzlich an den versicherungslosen kurzfristigen Beschäftigungsformen. Das ist bekannt, und deshalb ist es auch gut, dass wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine neue Form der kurzzeitigen Beschäftigung schaffen wollen, und zwar sozialversicherungspflichtig und gebunden an einen Tarifvertrag. Denn normale Kollegen von der Union, hören Sie da mal genau zu, denn normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigung darf natürlich nicht die Ausnahme, sondern das muss auch in der Saisonarbeit die Regel sein. Und abschließend, auch in der Saisonarbeit braucht es natürlich effektive Kontrollen, damit bestehende Gesetze auch tatsächlich durchgesetzt und umgesetzt werden. Es gibt aber Kontrolllücken aufgrund der geteilten Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern, also Zoll einerseits und Arbeitsschutzbehörden andererseits. Kontrollen aus einer Hand wären aber dringend notwendig. Also eine einheitliche Arbeitsinspektion. Ich hoffe, dass wir hier alle konstruktiv im Dialog bleiben, denn Saisonarbeitskräfte müssen gerecht behandelt und fair entlohnt werden. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat die Abgeordnete Gerrit Huy das Wort. Frau Präsidentin, werte Kollegen, meine Damen und Herren! Schon wieder legt uns die Linke einen Antrag zum Arbeitsmarkt vor, der weder den Betroffenen, also den Saisonbeschäftigten, noch den Unternehmern, also Bauern oder Gastwirten, irgendeinen Nutzen bringt. Die Saisonarbeiter wollen selbstverständlich keine zusätzlichen Sozialabgaben zahlen. Sie sind über eine Gruppenversicherung für die 70 Tage, die sie bei uns sozialversicherungsfrei arbeiten können, ausreichend gegen Krankheit abgesichert. Keiner von ihnen möchte hier zusätzliche Abgaben zurücklassen. Ich selbst habe mein allererstes Geld mit Erdbeerpflücken verdient. 50 Pfennig gab es damals für einen vollen Korb. Das machte 3 Mark die Stunde, war für junge Jugendliche damals okay. Man durfte sich auch mal eine Erdbeere zwischendurch in den Mund schieben. Aber von den 50 Pfennigen noch 20% abgeben? Ich hätte wohl damals aufgehört zu pflücken. Und für Bauern und Gastwirte ist es natürlich existenzgefährdend, wenn ihre Personal- und Bürokratiekosten weiter in die Höhe getrieben werden. Viele können schon heute kaum noch ihre Kosten erarbeiten. Landgasthöfe beispielsweise gibt es kaum noch, nur noch sehr wenige. Und immer wieder hören wir von Bauern, die ihren Spargel und ihre Erdbeeren unterpflügen müssen, weil sie gegen die billige Importware nicht mehr gegen ankönnen. Alle 2 Stunden schließt ein landwirtschaftlicher Betrieb seine Tore für immer.
Da stellt sich dann die Frage der Saisonarbeiter nicht mehr. Aber für wen soll das gut sein, wenn Betriebe dicht machen müssen? Für die Saisonarbeiter, die hier im Verhältnis zu ihren heimischen Löhnen exzellent verdienen? Oder für die Verbraucher, die dann auf qualitativ schlechtere Importware umstellen müssen? Es ist einfach ein Murksantrag. Wenn Sie Landwirten und Saisonarbeiten wirklich etwas Gutes tun wollen, dann beantragen Sie eine Verlängerung der 70-Tage-Frist, die Sie hier versicherungsfrei arbeiten können. Dann profitieren beide Seiten. Denken Sie entgegen Ihrer Gewohnheit einfach mal die andere Seite mit, nämlich die Seite der Unternehmer. Dann geht vielleicht auch Ihnen ein Licht auf. Unser Wohlstand wird nämlich nicht hier im Parlament verdient, sondern draußen in den Unternehmen. Zum Beispiel in den bäuerlichen Betrieben, denen das Leben und Überleben immer schwerer gemacht wird. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir lässt keine Schikane aus, um sie in den Ruin zu schicken. Unsere Getreidebauern dürfen nicht mehr genug düngen, um backfähigen Weizen zu ernten. Unsere Viehhalter werden mit viel zu teuren Haltungsauflagen konfrontiert, damit Grüne sich mit Tierwohl brüsten können. 30% der Anbauflüsse sollen innerhalb von 7 Jahren in Ökoland überführt werden. Ist wieder Heizungshammer viel zu kurzfristig und wahrscheinlich auch viel zu unproduktiv. Und alle Bauern sollen obendrein noch Flächen stilllegen. Dabei wird Ackerland schon durch die Energiewende immer knapper. Es wird mit Windrädern und Solaranlagen zugepflastert. Allein in Brandenburg gehen kurzfristig 10.000 Hektar Ackerland durch Solarplantagen verloren. Aber es sind nicht mehr deutsche Bauern, die davon profitieren. Es sind internationale Finanzinvestoren, die sich jetzt auf unser Ackerland stürzen und mit Energiewendesubventionen aus deutschem Steuergeld prächtige Gewinne für ihre ausländischen Muttergesellschaften einzufahren. Die Bodenpreise in Brandenburg haben sich vervierfacht. Deutsche Landwirte können da schlicht nicht mehr mitbieten. Es reicht offenbar nicht, dass unsere DAX-Unternehmen mehrheitlich dem Ausland gehören. Jetzt sind neben großen Wohnkomplexen auch unsere Ackerflächen dran. Ernährungssicherheit? Auslandsabhängigkeit? Wenn es nicht gerade Russland ist, interessiert das keinen der linken und grünen großen Geister. Deshalb sage ich, Augen auf, werte Kollegen, wenn wir in Deutschland im eigenen Land zukünftig noch mitdrehen wollen. Vielen Dank. Das Wort hat Pascal Kober für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken! Selbstverständlich gibt es Regelverstöße bei uns im Arbeitsmarkt und selbstverständlich gibt es auch Regelverstöße im Bereich der Landwirtschaft, dort wo saisonbeschäftigte Arbeitskräfte eingestellt sind. Aber was Sie hier mit Ihrem Antrag machen, ist alle landwirtschaftlichen Betriebe unter Generalverdacht stellen und das ist nicht in Ordnung und deshalb werden wir den Antrag in jedem Fall auch ablehnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mit dieser Kampagne gegen die Landwirtschaft, da sind Sie nicht allein. Kürzlich veröffentlichte Oxfam eine Studie über vermeintliche Ausbeutung von Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft. Viele Medien haben das Thema aufgegriffen, aber niemandem oder kaum jemandem ist aufgefallen, dass Oxfam seine Kampagne auf eine Studie gründete, bei der nur 4 Betriebe befragt worden waren. Nicht etwa stichprobenhaft ausgewählt, sondern gezielt angesteuert, weil schon über diese Betriebe und die dort herrschenden Zustände Informationen vorher vorlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht seriös und sowas sollten wir nicht als Grundlage unserer Diskussion hier im Deutschen Bundestag verwenden. Natürlich gibt es schwarze Schafe unter den Betrieben, aber alle 25.000 landwirtschaftlichen Betriebe unter Generalverdacht stellen, durch Kampagnen wie von Oxfam oder durch politische Einlassungen wie durch Ihren Antrag heute hier im Bundestag, das bedeutet, dass man ganz bewusst und sehenden Auges Familienbetriebe in Mithaftung nimmt durch Maßnahmen, die daraus folgen sollen. Und das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen Menschen in unseren Betrieben, die das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger verdienen. Und die haben wir in unserem Land weit überwiegend. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist dieser Generalverdacht nicht angebracht.
Und wenn man in die Statistiken schaut, dann sieht man, da wo Sie Ausbeutung rufen, da lohnt es sich tatsächlich mal in die Statistiken zu schauen. Bei bundesweiten Zollkontrollen 2020 in 500 landwirtschaftlichen Betrieben wurden am Ende 11 Strafverfahren und 6 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ja, es gibt ganze Bundesländer, denen es überhaupt gar keine Auffälligkeit gekommen ist. Und das muss man auch in Rechnung stellen, wenn man über unsere landwirtschaftlichen Betriebe spricht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die schwarzen Schafe muss man finden, aber man darf nicht alle unter Generalverdacht stellen. Sie fordern in Ihrem Antrag, das ist ein weiterer Punkt, weswegen wir ihn ablehnen sollten, die grundsätzliche Sozialversicherungspflicht für alle ausländischen Saisonarbeitskräfte. Aber wir müssen doch fragen, worin eigentlich der Mehrwert für eine Saisonarbeitskraft besteht, wenn sie rentenversichert ist, wenn sie dann in 2 aufeinanderfolgenden Jahren vielleicht jeweils 3 Monate hier in Deutschland Rentenpunkte sammelt. Sie wird sich daraus keinen signifikanten Rentenanspruch erwerben können. Und deshalb ist doch tatsächlich mal sind doch die Betroffenen zu fragen, ob sie dieses Geld nicht lieber mit nach Hause nehmen und sinnvoll zu Hause investieren, vielleicht auch dort in eine Altersvorsorge. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich möchte noch einen weiteren Punkt aus Ihrem Antrag aufgreifen, der es regelrecht in sich hat. Punkt 7 Ihres Antrages, da möchten Sie, dass Arbeitskräfte auf unseren Feldern besser vor der UV-Strahlung zu schützen sind. Und darüber sollen sie in ihrer Muttersprache aufgeklärt werden. Und die Bundesregierung wird aufgefordert, hierzu Personal zu finanzieren. Ich frage mich, was ist das eigentlich für ein Bild von den Menschen, die zu uns auf unsere Felder kommen, als ob man nicht auch in anderen Ländern die Gefahr der UV-Strahlung kennen würde und die Wirkung von Sonnenmilch kennen würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bild, das Sie hier auch von den Menschen zeichnen, die hier zu uns kommen, ist nicht eines, das wir als Freie Demokraten teilen. Auch deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon eine Frage, ganz grundsätzlich, wie wir über die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in unserem Land sprechen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass es immer weniger Menschen gibt, die bereit sind, ein Unternehmen zu führen, in die Unternehmensnachfolge zu gehen. Das wird zum Schaden unserer mittelständisch strukturierten Wirtschaft sein. Betriebe, die keinen Nachfolger haben, werden aus dem Markt ausscheiden. Das ist nicht zum Vorteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deshalb ist wirklich tatsächlich die Frage zu stellen, sollten wir nicht mit mehr Respekt über unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in diesem Land sprechen, sie nicht unter Generalverdacht stellen, die Kritik auf die schwarzen Schafe, konzentrieren. Und Sie nehmen sie nicht nur in Generalverdacht, Sie nehmen sie auch in Generalhaftung, denn die Regelungen, die Sie einführen wollen, gelten für alle. Und damit nehmen Sie alle in Haftung und damit nehmen Sie die Menschen in Sippenhaft. Und das ist unanständig in einem Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wort hat die Kollegin Susanne Ferschel für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen. Bei den Arbeitsbedingungen von Saisonbeschäftigten bleiben einem Erdbeeren und Spargel im Hals stecken. Akkordarbeit, Mindestlohnbetrug und mangelnder Krankenversicherungsschutz sind eben keine Einzelfälle. Und wenn man diese Probleme nicht wahrhaben will, mal an die Adresse der Union gerichtet, muss man ganz schön viel Tomaten auf den Augen haben. Teils werden dann auch noch für saumäßige Unterkünfte, anders kann man nicht sagen, die Wuchermieten direkt vom Lohn abgezogen. Und laut Oxfam, ich weiß, Sie wollen es nicht hören, aber laut Oxfam hat ein Spargelbauer in Brandenburg 40 Euro pro Quadratmeter Miete verlangt. Das ist teurer als die Mieten in New York. Das ist doch unfassbar. Und unfassbar ist auch, dass es nach 2 Jahren angeblicher Fortschrittskoalition immer noch keinen vollen Krankenversicherungsschutz für Saisonbeschäftigte gibt, obwohl genau das im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Und an die Adresse der Bundesregierung möchte ich schon mal sagen, dann setzen Sie doch endlich Ihre eigenen Versprechungen um.
Nach wie vor gibt es nur private Gruppenkrankenversicherungen, und die sind und bleiben Schmalspurversicherungen, die eben nicht alle Krankheiten abdecken. Kollege Straubinger, vielleicht sollten Sie sich statt mit der Landwirtschaftslobby einfach mal mit den Kolleginnen und Kollegen der fairen Mobilität unterhalten. Die können Ihnen sehr detailliert sagen, wo die Unterschiede liegen. Und dazu kommt nämlich auch, dass die Beschäftigten ohne die Erlaubnis des Arbeitgebers häufig gar nicht zum Arzt können. Und dass sie bisweilen auch gekündigt und gleich in den Bus Richtung Heimat gesetzt werden. Das sind alles keine Einzelfälle. Und deswegen appelliere ich noch mal an die Bundesregierung, beenden Sie endlich diese unhaltbaren Zustände. Um Ausbeutung auf deutschen Feldern zu verhindern, muss aber auch die Marktmacht der Einzelhandelskonzerne beschränkt werden. Ich war lange genug im Aufsichtsrat bei Nestle, um zu wissen, dass die Marktmacht eben dieser großen Supermarktketten es ermöglicht, die Preise zu diktieren. Und wenn davon der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern betroffen ist, um wie viel schwieriger ist es denn dann für die landwirtschaftlichen Betriebe? Für die ist dieser Preisdruck häufig existenzgefährdend. Und Betriebe können so auch nicht kostendeckend produzieren. Und dieser Druck, und das müssen wir doch mal wahrhaben, dieser Druck wird auf die Beschäftigten abgewälzt, und das begünstigt die Ausbeutung, und das muss unterbunden werden. Der Einzelhandel macht fette Gewinne. Es ist doch kein Zufall, dass der reichste Deutsche der Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz ist. Die Ausbeutung von Saisonbeschäftigten und die Megagewinne im Einzelhandel, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Was für ein perverses System. Und um das klarzustellen, Obst und Gemüse müssen bezahlbar bleiben, gerade in Zeiten von der Inflation. Es geht nicht um höhere Preise, sondern es geht, ich wiederhole es, um die Marktmacht der Konzerne und die Übergewinne des Einzelhandels. Genau. Und da muss die Bundesregierung ran. Genau. Ausbeutung auf deutschen Feldern kann nur verhindert werden durch eine konsequente Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, wirksame Kontrollen und eine mutige Politik, die bereit ist, sich auch mit den Konzernen anzulegen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Annika Klose für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen, werte ZuschauerInnen. Die allseits beliebte Spargelsaison neigt sich dem Ende. Und wir dürfen uns nun endlich über die regional geernteten und leckeren Erdbeeren und Himbeeren in unseren Supermärkten freuen. All das ist nur möglich, da tausende Menschen für die Erntesaison nach Deutschland kommen und hier bei der Ernte mithelfen. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei all den Menschen sehr herzlich bedanken, die hier ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Sie haben unseren Respekt und unsere Anerkennung verdient. Vor allem aber haben sie gute Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung verdient. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die allermeisten LandwirtInnen und Gastronomiebetriebe dieses Verständnis auch teilen und ihr Bestes geben, um gute Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Dennoch, wir müssen gerade bei den Beschäftigungen von Saisonarbeitskräften ganz genau hinschauen, denn immer wieder werden Fälle bekannt, in denen diese Arbeitskräfte ausgebeutet werden. Das sind hoffentlich nur Einzelfälle, aber die gibt es immer noch viel zu häufig. Mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich aus dem Saisonbericht der Landwirtschaft 2022 von der Initiative Faire Landwirtschaft, die uns die Situation mit einem Beispiel der KDA Mannheim mal näher bringt. Im September 2022 melden sich 12 Saisonbeschäftigte aus Rumänien bei uns, die in der Himbeer- und Gemüseernte eingesetzt werden. Ein Vorarbeiter des Betriebs hat sie angeworben und ihnen ein Arbeitsentgelt um die 400 bis 600 Euro netto pro Woche versprochen. Arbeitsverträge haben die Erntehelfer nur kurz beim Unterschreiben gesehen, ihnen wurden keine Exemplare ausgehändigt. Nach 10 Arbeitstagen haben sie einen Lohn von 150 Euro erhalten. Sie hatten von 6 bis 19 Uhr auf den Feldern gehackt, Himbeeren gepflückt und geputzt. Von diesem extrem geringen Lohn musste jeder der Vorarbeiter 50 Euro für die Vermittlung zahlen. Hinzu kamen Schulden in Höhe von 150 Euro für den Transport aus Rumänien nach Baden-Württemberg. Die Handschuhe und die Scheren für die Ernte mussten sie ebenfalls selbst kaufen. Und um nicht akkord zu arbeiten, mussten sie einem anderen Vorarbeiter aus Polen 100 Euro bezahlen. Ihr Geld reichte daher schon nach kurzer Zeit nicht mehr aus, um sich überhaupt Essen zu kaufen. Und die Beratungsstelle hat ihnen für die nötigsten Lebensmittel 500 Euro zur Verfügung gestellt. Für die menschenunwürdige Unterkunft verlangte der Betrieb pro Nacht 4 Euro.
Vasili S. ist einer der 12 Beschäftigten. Er erzählt, dass er mit der Hoffnung nach Deutschland gekommen ist, mit dem erarbeiteten Lohn seine Familie in Rumänien über Wasser halten zu können. Am Ende hat er nicht mehr genug Geld, um überhaupt in seine Heimat zurückzukehren. Solche Initiativen wie Faire Landwirtschaft sind extrem wichtig. Diese Initiative übersetzt, klärt auf und unterstützt die Arbeitskräfte beim Einklagen ihrer Rechte und Notlagen. Aber auch wir als Gesetzgeberin sind gefragt, die Standards weiter zu verbessern und die Kontrollen zielgerichtet zu erweitern. Denn im Jahr 2021 wurden nur 1,1% der Landwirtschaftsbetriebe kontrolliert, wobei in fast 9% der Fälle Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt wurden. Damit ist klar, engmaschigere Kontrollen sind wichtig und unsere geltenden Gesetze müssen auch wirklich durchgesetzt werden. Vielen Dank an die Kollegin für ihren Antrag und um die umfassende Sozialversicherung, darum kümmern wir uns auch noch. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Mareike Lotte-Wulff für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch beim letzten Mal haben wir schon festgestellt, wir alle wollen regionale Produktion. Wir alle wollen kurze Transportwege, wir wollen bei der Lebensmittelherstellung wenig CO2 und wir wollen, dass unsere Lebensmittel gesund und frisch auf unseren Teller liegen. Und deshalb ist dieses Instrument der Saisonbeschäftigung ebenso wichtig. Denn fast alle wollen regional essen, aber kaum einer will regional ernten. Unsere Landwirtinnen und Landwirte, die brauchen diese Arbeitskräfte ganz dringend und wir alle brauchen diese Arbeitskräfte ganz dringend, wenn uns regionale Landwirtschaft wirklich wichtig ist und regionale Produktion. Aber wenn ich mir diese Debatte und ich erinnere mich jetzt auch noch mal an die erste Lesung anhöre und Herr Dieren, Sie waren da ganz vorne mit dabei, dann hat sich der Eindruck bei mir verfestigt, es geht eben nicht darum, um regionale Produktion, es geht eben nicht um gute Arbeitsbedingungen, es geht vor allen Dingen darum, eine Art von Arbeitgebern einseitig zu stigmatisieren und das lehnen wir ab. Denn für wen machen wir oder sollten wir Politik machen? Ich glaube, wir sollten vor allen Dingen Politik machen für diejenigen, die sich an die Regeln halten wollen. Die sich an die Regeln halten, die gute Arbeitgeber sind und diejenigen, die vielleicht sogar diese Regeln übererfüllen, weil sie ein Interesse daran haben. Und deshalb war es mir sehr wichtig, vor dieser Debatte noch mal einen Betrieb zu besuchen, wo Saisonbeschäftigte denn auch beschäftigt werden. Und ich war bei einem Pilzhersteller. Und da habe ich Folgendes erfahren. Der hat mir gesagt, na ja, um Pilze zu ernten, das ist nicht etwas, sieht erstmal leicht aus, aber man braucht eine gewisse Erfahrung. Und die haben ein ganz hohes Interesse daran, und das gilt, glaube ich, auch für Spargel und Erdbeeren, dass die Leute zweimal, dreimal kommen, weil sie erst beim dritten Mal wirklich so effizient sind, dass der Betrieb sagen kann, so jetzt arbeiten die Leute auch wirklich wirtschaftlich. Das heißt, sie haben nicht nur ein ethisches Interesse daran, sie haben ein ganz knallhartes betriebswirtschaftliches Interesse daran, die Leute gut zu behandeln. Und in diesem Betrieb gibt es beispielsweise 2 Personen, die sich ausschließlich um die Saisonarbeitskräfte kümmern. Sie haben gute Unterkünfte, sie haben eine faire Bezahlung und mittlerweile sogar Wartelisten von Leuten, die dort gerne arbeiten möchten. Und ganz klar ist auch, wer unsere Regeln missbraucht, der muss bestraft werden. Kontrolle und Strafe ist unbedingt erwünscht. Denn, und das sagte mir auch der Inhaber dieses Betriebes, für jedes schwarze Schaf, was erwischt wird und bestraft wird, stellen 3 weitere ihre Aktivitäten einfach so ein. Und dieser Antrag lässt aber aus unserer Sicht oder macht es erstmal denjenigen schwerer, die es ehrlich meinen, weil es mehr Regeln gibt, die zu erfüllen sind von denjenigen, die eine gute Arbeit zur Verfügung stellen. Und sie lässt die schwarzen Schafe friedlich weiter grasen. Das wollen wir nicht. Deswegen werden wir heute ablehnen. Das Wort hat Dr. Armin Grau für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen von den demokratischen Parteien, Saisonarbeitskräfte sind im Krankheitsfall in Deutschland oft unzureichend abgesichert. Private Gruppenversicherungsverträge decken häufig nicht alle erforderlichen Leistungen ab, auch wenn Sie, Herr Straubinger von der CSU, das nicht wahrhaben wollen. Krankenhauskosten und andere Rechnungen müssen von den Betroffenen dann immer wieder selber getragen werden, und das, obwohl die sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen für sie ohnehin schlecht sind.
Saisonarbeitskräfte fallen unter die Regelung der geringfügigen oder kurzfristigen Beschäftigung, wenn sie nicht länger als 70 Tage in Deutschland beschäftigt sind. Damit besteht nicht die reguläre Versicherungspflicht für Beschäftigte in der gesetzlichen Krankenversicherung. Darüber hinaus sind Saisonarbeitskräfte häufig nicht über den unvollständigen und fehlenden Versicherungsschutz informiert. Ich habe als Arzt im Krankenhaus etliche Saisonarbeitskräfte betreut. In meiner Heimatregion, die auch als Gemüsegarten Vorderpfalz bezeichnet wird, aber in der Landwirtschaft viele Saisonarbeitskräfte. Besonders problematisch war es immer wieder dann, wenn schwerwiegende Erkrankungen aufgetreten sind und eine längere Behandlung erforderlich war und die Kostenübernahme eben auch ungeklärt war. Auch für Ärztinnen und Ärzte ist das dann regelmäßig eine sehr schwierige Situation, die tief in Fragen der Berufsethik eingreift. Wir mussten leider davon ausgehen, dass bei einer Verlegung in die Heimatländer dort die medizinische Versorgung auch nicht ausreichend gewährleistet war. Der aktuelle Zustand ist nicht akzeptabel und entspricht auch nicht den sozialstaatlichen Ansprüchen in einem Land wie dem unseren. Und dabei geht es nicht um eine Stigmatisierung von Arbeitgebern, liebe CDU und CSU. Die Menschen, die zu uns kommen, haben wie alle anderen hier das Recht auf eine gute medizinische Versorgung und eine Krankenversicherung, die das ermöglicht und bezahlt. Es darf keine Behandlung zweiter Klasse geben. Darüber hinaus ist Aufklärung mit niedrigschwelligen Angeboten, Anlauf- und Beratungsstellen eben sehr wichtig. Umso wichtiger ist es, dass wir im Koalitionsvertrag dazu Regelungen festgelegt haben. Ab dem ersten Tag soll voller Krankenversicherungsschutz gewährt werden für Saisonbeschäftigte. Meldeverpflichtung des Arbeitgebers zur Krankenversicherung und Kontrollen alleine sind hier nicht ausreichend. Ziel ist es nun, eine gute Regelung zu finden, die alle erforderlichen Leistungen vollumfänglich einschließt und auch keine Unterschiede macht zwischen EU- und Nicht-EU-Ausländern. Wir müssen uns als Ampelkoalition jetzt auf den Weg machen und unsere eigenen Vorgaben auch erfüllen. Das ist ja ein glücklicher Umstand, dass beide Ministerien, die hiermit befasst sind, von einer Partei geführt werden. Daher bin ich, liebe Linke, sehr optimistisch, dass wir bald auch einen Gesetzesentwurf zu dem Thema auf dem Tisch haben werden. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Kai Wittecker das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, man kann ja förmlich die Uhr danach stellen. Wenn die Spargelsaison beginnt, dann kommt die Linksfraktion mit einem Antrag zur Saisonarbeit um die Ecke. Wenn die Spargelsaison zu Ende ist, verschwindet dieser Antrag wieder unter ferner Liefen. Ich kann dazu nur sagen, Politik nach dem Jahreszeitenkalender zu machen, halte ich für unseriös. Unsere hohen, guten Arbeitsschutzgesetze in Deutschland haben immer Hochsaison, auch für Saisonarbeitskräfte. Zwei Dinge sind mir aufgefallen in Ihrem Antrag. Zum einen kommen Sie ohne kommunistische Kampfbegriffe ja kaum aus. Sie reden von kartellartigen Großhandelskonzernen, die aufgebrochen werden müssen. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum die Saisonarbeitskraft mehr verdient, wenn man jetzt Aldi Nord und Aldi Süd auch noch in Aldi Ost und West aufschlägt, aber geschenkt. Der andere Punkt ist wichtiger. Sie fordern mehr Kontrolle, mehr Zoll, mehr abschreckende Sanktionen. Ausgerechnet Sie, ausgerechnet die Bullen-Raus-Fraktion, die sonst immer Defund the Police ruft. Ausgerechnet Sie wollen jetzt mehr Kontrollen und Zoll. Da kann ich nur sagen, die einzige Law-and-Order-Fraktion hier in diesem Haus, das ist die CDU-CSU, meine Damen und Herren. Und wir haben das auch in der letzten Legislaturperiode unter Beweis gestellt. Wir haben zusammen mit der SPD Gesetze verschärft und Kontrollen verschärft. Bei der Fleischindustrie, bei der Paketindustrie. Wir haben die FKS, die Kontrolle Schwarzarbeit, mit 3.500 zusätzlichen Stellen ausgerüstet. Mit Erfolg, denn die Kontrollen bei den landwirtschaftlichen Betrieben haben sich unter unserer Zeit mehr als verdreifacht, meine Damen und Herren. Und deshalb halte ich das für einen schlechten Witz, was Sie hier machen, liebe Linke. Aber es ist leider, und da kann ich die Kritik an die Ampel nicht ersparen, auch ein trauriger Witz, denn seitdem Sie regieren, hat sich die Anzahl der Kontrollen halbiert.
Frau Müller-Gemmicke, halbiert. Sie kümmern sich um dieses Thema nicht, so wie Sie auch gerade hier in dieser Debatte rumgeeiert sind und nicht mal gesagt haben, warum Sie den Antrag der Linken jetzt nachher ablehnen werden. Der Einzige, der hier klar war, war der Herr Kober. Also insofern kümmern Sie sich um dieses Thema Saisonarbeitskräfte nicht. Und Sie kümmern sich nicht nur bei den Saisonarbeitskräften nicht, Sie kümmern sich um die Sozialpolitik an sich nicht. Die OECD hat vor kurzem uns prognostiziert, dass Deutschland einen Absturz beim Wirtschaftswachstum haben wird von allen Industrieländern. Das hat es in 16 Jahren Unionsregierung nicht gegeben, meine Damen und Herren. Das Deutsche Institut für Wirtschaft hat jetzt eben festgestellt, dass die Lohnungleichheit wächst, ausgerechnet unter einer sozialdemokratischen Bundesregierung. Das hat es in den letzten 10 Jahren unserer Regierungszeit nicht gegeben, meine Damen und Herren. Und bei allen anderen Punkten, Lehrstelle, Rente, Fehlanzeige, kein Gesetz, Kindergrundsicherung, Fehlanzeige, kein Gesetz, Arbeitszeitgesetz, Fehlanzeige, bis heute kein Gesetz. Anstatt dass der Minister in der Gegend herumchattet, wäre es vielleicht gut, wenn er mal hier zu Hause seine Hausaufgaben machen würde. Davon hätten die Saisonarbeitskräfte und die Arbeitnehmer in diesem Land mehr. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Carlos Kasper für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, Sommersonne, Sonnenschein. Während viele von uns auf das gute Wetter, sich auf den Spargel und die Erdbeeren freuen, heißt das für andere aber auch harte Arbeit auf den Feldern. Die Arbeit in der Landwirtschaft ist so hart, dass viele Beschäftigte in Deutschland diese gar nicht mehr machen wollen. Deswegen bedienen sich eben landwirtschaftliche Betriebe häufig bei ausländischen Arbeitskräften und meist aus dem osteuropäischen Ausland. Und was das heißt, wurde schon von meinen Vorrednerinnen gut geschildert. Sie zahlen weniger Krankenkassenbeiträge und gar keine Rentenversicherungsbeiträge, weil sie als sogenannte kurzfristige Beschäftigte angemeldet werden. Und auch häufig kommt es leider zu ausbeuterischen Maßnahmen. Und davor darf die Politik eben nicht die Augen verschließen. Wir alle erinnern uns noch an die Bilder nach der Corona-Winter, als es die erste Saisonarbeit losging. Die vollen Beschäftigtenunterkünften waren in den Nachrichten und immer wieder kam es zu Massenansteckungen aufgrund der Enge. Damals wurde der breiten Öffentlichkeit bekannt, dass in diesem Bereich jahrelang auch unter CDU-geführten Finanzministerium keine Kontrollen durchgeführt wurden. Und für einige dieser Kontrollen ist eben der Zoll zuständig. Und der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat nicht lang gezögert und hat eben dort dann aufgrund der Nachrichtenlage eine Schwerpunktprüfung der Landwirtschaft veranlasst. Und ich war damals Zollbeamter bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und habe nämlich damals so eine Prüfung geleitet. Und an diesem Tag haben wir so einen Betrieb eben geprüft. Über 150 rumänische und polnische Arbeitskräfte haben dort gearbeitet. Und mit dieser Prüfung war es eben nicht getan. Das heißt im Anschluss 150 Arbeitsverträge lesen, 150 Mal Stundenzettel kontrollieren und 150 Mal prüfen, ob der Mindestlohn gezahlt worden ist. Und na klar, jetzt kann man sich fragen, warum gab es denn so wenig Prüfungen in den letzten Jahren von solchen Großbetrieben? Das hängt mit der Praxis zusammen, dass jahrelang die Zollverwaltung den Dienststellen vorgegeben hat, wie viele Unternehmen im Jahr zu prüfen sind. Und statistisch heißt das ganz konkret, 150 Saisonarbeitskräfte in diesem einen Betrieb zählt genauso viel wie ein kleiner Friseursalon mit einer Beschäftigten. Es war also schlichtweg nicht schaffbar, die Statistik zu erfüllen, wenn man viele Großbetriebe geprüft hat. Und hier im Bundestag habe ich mich dafür eingesetzt, dass diese Praxis endlich der Vergangenheit angehört. Und jetzt ist es endlich soweit. Nächstes Jahr wird diese Praxis der Vergangenheit angehören. Und auch die Länder müssen der Verantwortung nachkommen. Das wird leider häufig vergessen, denn die Länder sind für die Kontrollen der Unterkünfte zuständig, nicht der Zoll. Da wünsche ich mir auch noch viel mehr Kontrollen. Das können auch die Innenminister in den Ländern umsetzen, Ihre Innenminister. Das schaffen Sie bestimmt, wenn Sie jetzt hier mal kurz durchklingen. Also der Finanzminister hat nichts mit den Arbeitsschutzbehörden der Länder zu tun, soweit ich weiß, aber kann gerne noch mal in den Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung nachlesen. Aber
Auch wir in der Politik haben auch schon viel getan. Wir haben den Mindestlohn erhöht. Und das ist die erste Saison, übrigens, wo die Saisonarbeitskräfte von der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro profitieren. Und da haben Sie sich ganz kräftig enthalten. Also so geht Sozialpolitik à la CDU. Und ja, wir haben gemeinsam einiges getan, auch zum Beispiel die verpflichtende Krankenversicherung eingeführt für Beschäftigte. Wir haben Arbeitgeber verpflichtet, Reisekosten zu übernehmen, zumindest 50%. Aber jetzt werden wir auch noch, wie im Koalitionsvertrag, für die Saisonarbeitskräfte endlich die vollwertige Krankenversicherung für die Saisonarbeitskräfte einführen. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Ausbeutung von Saisonbeschäftigten verhindern. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 6606 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 6187 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke angenommen.